Hallo und herzlich willkommen zu Crysis. Schaut mal da unten, was da gerade unten. Da ist dieses fette Monster gerade untergegangen. Und hier ist mir eben gerade Crysis abgeschmiert. Fuck, alles hinter mir, ey. Guck mal auf meinem Radar. Ich hoffe, dass Crysis jetzt nicht nochmal abschmiert. So, ich drück jetzt nichts erstmal. Mal gucken. Ja! Gut, dann sage ich ab jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Weil das sollte jetzt eigentlich die richtige Aufnahme sein. Bild sieht nicht so meinen Erwartungen aus. Wie war ich? Wir leben noch, Lieutenant. Ich würde sagen, sie waren gut. Nomad, ein Glücksleben. Sehen Sie sich das an. Das hatte einer der Piloten dabei. Hey, Nomad! Ganz schön hässlicher Bastard, was? Ja, Psychos kleines Gesehen. Hey, vorsichtig! Mann, schmeißt das Vieh über Bord! Möchten Sie irgendwas sagen, Collins? Nein, Sir. Dachte ich mir. Ist es doch auch, oder? So ein Ding war auch bei unseren Generatoren in der Mine. Diese Kreaturen scheinen nahen Stromquellen Energie zu entziehen. Hätten ja. Sie das nicht auch etwas früher sagen können? Nomad, der Admiral will mit dir reden, unten im CDC. Das Video, das du geschickt hast, hat ziemlichen Wirbel gemacht. Wir sollten lieber runtergehen. Gehen Sie nur. Wir sehen uns. Komm schon, der Admiral wartet. Hi. Schön, dass du es geschafft hast. Wo warst du? Sind das die Augen? Du mir nicht glauben, Alter. Ich habe mit Prophet geredet. Total durchgeknallt, der Typ. Was auch immer in dieser Sphäre passiert ist, hat ihn ziemlich durcheinander gebracht. Er will unbedingt auf die Insel zurück. Helena denkt, sie weiß, wie diese Dinger kommunizieren. Elektrische Signale oder so. Sie will die Signale replizieren. Alter, was? Klingt ziemlich abgefahren, wenn du mich fragst. Captain Mountford in die technische Abteilung, bitte. Captain Mountford in die technische Abteilung, bitte. Die Lexington wird angegriffen. In der Nähe der Sperrzone. Sie leiten jetzt alle Maschinen zu uns um. Okay, ein Lazarettschiff aus Japan ist schon unterwegs, aber das dauert. Bis es hier ist, müssen wir improvisieren. Sie wollen vom PDC? Durch die Tür da und dann den Schildern nach. Lässt mich durch? Da. Oh. Müssen Sie runter. Nomad. Hier geht's lang. Ich habe diese Munition vor einer Stunde angefordert. Ich muss meine Vögel hochkriegen. Was dauert da unten so lange? Wir haben hier zu tun, Matrose. Und Sie stehen mir im Weg. Ich muss auch meine Arbeit machen. Hey, weg da! Meine Hände sind schon wund vom Munitionsschleppen. 9 Stunden ohne Pause, Kumpel. Noch bevor ich hier Beine mache. Dr. Rosendahl, bitte zum CDC. Dr. Rosendahl, bitte zum CDC. Sind Sie der Special Ops-Typ, der in diesem Ding drin war? Da musst du rein. Ich muss Prophet finden, bevor dieser Kerl Dummheiten macht. Ich komme später nach. Strickland, falls Sie mich hören, Sie müssen diese Insel sofort evakuieren. Hier sind Tausende von diesen Dingern und Sie wachen auf. Das ist eine Seuche. Nomad, Sie haben da draußen gute Arbeit geleistet. Nach Auswertung Ihrer Videodaten hat der Generalstab einen Nuklearangriff empfohlen. Sobald wir die Bestätigung aus dem Weißen Haus haben, pulverisieren wir diese Biester. Admiral, wir sollten keine überstürzten Entscheidungen treffen. Wir brauchen Zeit, um Alternativen zu... Zweifeln Sie etwa am Präsidenten? Am Generalstab? Ich bin nicht sicher, ob Sie den Ernst der Lage erkennen, Doktor. Vor einer Woche hat ein Aufklärungssatellit unnatürliche Hitzesignaturen der Insel gemeldet.
Zuerst dachten wir, die Koreaner würden Atomwaffen testen. Also wurden CIA und NSA eingeschaltet. Und jetzt kommt's. Vor 4 Tagen hat die NASA im Inneren des Berges ein hochfrequentes Signal geortet. Es ist auf einen Stern irgendwo in Galaxie M33 gerichtet. Das ist fast 4 Millionen Lichtjahre entfernt. Es könnte ein Notsignal sein. Ein Hilferuf. Sie sagten doch, die gefundenen Proben wären mehrere Millionen Jahre alt. Das stimmt. Aber diese Technologie ist so weit entwickelt, sie kann nicht irdischen Ursprungs sein. Was, wenn sie hier gestrandet sind und um Hilfe rufen? Egal, was sie sind und woher sie kommen, wir müssen etwas tun. Ich habe einige startbereite Maschinen mit Atomraketen. Bei allem Respekt, Sir, es ist nicht mal garantiert, dass eine Atomwaffe ihren Schutzschild durchschlägt. Wenn Sie Garantien wollen, kaufen Sie den Toaster. Ich werde jedenfalls nicht rumsitzen, während die Sicherheit unseres Planeten auf dem Spiel steht. Das ist lächerlich. Diese Dinger haben jede Energiequelle angezapft, in deren Nähe sie kamen. Der ganze Berg ist eine riesige Energiehalde. Sehen Sie sich den Plan an. Diese Energiequelle verläuft durch die gesamte Bergstruktur. Sehen Sie sich die Form an. Vergleichen Sie sie mit der Kreatur, die wir an Bord brachten. Ich glaube, dieses Ding ist organisch. Ein lebendes Wesen, das sich von Energie ernährt. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir es mit Atomwaffen angreifen. Wissen Sie, was passiert, wenn wir es nicht tun? Ich denke, es geht auch anders. Ich brauche nur mehr Zeit. Wir haben keine Zeit mehr, Doktor. Sir, wir haben den Kontakt zur USS Lexington verloren. Alle, die nicht gebraucht werden, verlassen jetzt sofort diesen Raum. Ich bin in der Waffenkammer. Kommen Sie zu mir, wenn Sie mit diesem Arschloch fertig sind. Das gilt auch für Sie, Lieutenant. Was ein Typ. Ich habe Ihren CO gesehen auf dem Weg zur Waffenkammer. Warte vermutlich schon auf Sie, Sir. Scheiße, diese Zahlen müssen falsch sein. Wir sind für die Versorgung so vieler Verwundeten. Admiral Waring, auf die Brücke. Bitte kommen Sie sofort auf die Brücke. Ich habe gehört. Nomad, Sie haben es geschafft. Hey, Nomad. Okay, Kumpel. Ich verstehe immer noch nicht, wie Sie diese Waffen manipuliert haben, Boss. Ich bin wohl Naturtalent. Das ist noch untertrieben. Okay. Ihr Anzug müsste jetzt wieder voll funktionsfähig sein, mit ein paar Extras. Außerdem habe ich, wie gewünscht, zusätzliche Energie in Ihre Hydro-Booster umgeleitet. Sie können jetzt gehen, Major. Dr. Gillespie, ich muss ein paar Tests an Nomads Nanosuit durchführen. Mir wurde gesagt, Sie können mir dabei helfen. Setzen Sie sich, Lieutenant. Wir werden jetzt die Umgebungsdaten der Speichereinheit Ihres Anzugs auslesen. Ich... Okay. Hey, Boss! Wo wollen Sie hin? Ich muss das zu Ende bringen. Ist Ihnen ein Atomschlag gegen die Insel nicht endgültig genug, Prophet? Was Admiral Morrison tut, interessiert mich nicht. Er wird nicht mal die Oberfläche ankratzen. Prophet, warten Sie! Also, was kann ich für Sie tun, Doktor? Ich habe ein Signalmuster identifiziert, das diese Kreaturen während der Aufladung verwenden. Dadurch sind sie anfällig für eine Überladung. Gibt es eine Möglichkeit, eines Ihrer Signale über den Nanosuit zu senden? Kein Problem, Doktor. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kann ich später noch die Frequenz ändern, wenn es sein muss? Das ist ganz einfach. Sie können von jedem Computer mit einer drahtlosen Verbindung senden. Sie müssten also genug Spielraum haben. Was genau haben Sie mit mir vor? Wenn meine Theorie stimmt, sind Sie für diese Kreaturen eine wandelnde Waffe. Und wenn Sie sich irren? Dann sollten wir beten, dass Morrison weiß, was er tut. Dr. Rosendahl, auf die Brücke. Dr. Rosendahl, sofort auf die Brücke. Sie sollten den Admiral nicht warten lassen. Ich mach das hier schon. Okay. Nomad, kommen Sie nach, sobald Sie fertig sind. Hübsches Mädchen. Sowas sieht man hier selten. Da könnte man schon in Versuchung kommen. Ah, da ist sie ja. Legen Sie sie auf das Gestell dort. Okay. Der Prototyp einer Tag-Kanone funktioniert in Kombination mit dem Nanosuit. Wir arbeiten noch daran. Ist noch nicht mal feldgetestet. Sie feuert eine taktische Atomrakete ab. Ist also im Prinzip ein Granatwerfer mit mehr Wumms. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Haben will.
Kann ich sie ausprobieren? Nein. So, wir sind dann fertig, Lieutenant. Das Feintuning Ihres Senders überlasse ich Dr. Rosendahl. Danke, Doc. Kein Problem. Gehen Sie jetzt lieber auf die Brücke. Der Admiral wartet nicht gern. Maximale Panzerung. Ich auch. Maximale Tempo. Ja. Passen Sie bloß auf. Das Ding ist instabil. Ich weiß schon, was Sie tun. Männer, hier spricht Admiral Morrison. Vor wenigen Sekunden hat der Präsident einen Atomschlag gegen die feindlichen Kreaturen auf der Insel gebilligt. Natürlich ist die Entscheidung, Nuklearwaffen einzusetzen, äußerst schwerwiegend. Wir wissen zwar immer noch nicht genau, womit wir es hier zu tun haben, aber basierend auf den Daten eines Special Ops Teams gehen wir davon aus, dass die Lage mehr als ernst ist. Major Burns, hier ist Morrison. Bringen Sie den Vogel sofort wieder runter! Major Burns! Was hat er denn vor? Sir, wollen Sie, dass wir ihn abfangen? Lassen Sie ihn. Der Idiot hat gerade sein Todesurteil unterschrieben. Wurde auch Zeit, Lieutenant. Wir werden in Kürze startbereit sein. Ihr Major ist eben desertiert. Hat die Waffenkammer geplündert und ist auf dem Rückweg zur Insel. Prophet will da wieder raus? Sie müssen den Start verschieben. Er wollte es so, Lieutenant. Admiral, ich flehe Sie an. Denken Sie nach. Das Risiko ist zu groß. Was ist, wenn Sie genau das wollen? Was ist, wenn wir Ihnen in die Hände spielen? Wenn. Dafür habe ich keine Zeit, Doktor. Das Pentagon hat einen Atomschlag autorisiert. Ich habe meine Befehle. Constitution Command, hier ist Marauder One. Wir haben das Ziel erfasst. Nähern uns kritischer Reichweite. Over. Verstanden, Marauder One. Moment. Wir sind soweit, Sir. Was, wenn Sie sich irren, Admiral? Können Sie mit den Konsequenzen leben? Setzen Sie den Angriff fort. Aye, aye, Sir. Marauder One, hier Constitution Command. Sie haben grünes Licht. Werfen Sie Ihre Fracht ab. Over. Ich hoffe, Sie irren sich nicht. Sie, ich und der Rest des Planeten. Medizin, sage ich mal dazu, ne? Aber haben diese Viecher gerade grün geleuchtet? Los! Tun Sie was, Nomad! Die nehmen das verdammte Schiff auseinander! Diese Dinger greifen uns von allen Seiten an! Sie müssen kämpfen, Soldat! Wir dürfen dieses Schiff nicht verlieren! Die Tür klemmt, Lieutenant! Stehen Sie nicht rum! Machen Sie sie auf! Halt's Maul! Die haben mir den ganzen Scheiß zu verdanken, du Hurensohn. Geil, keine Knarre, yeah! Oh yeah! Was geht da draußen ab, ey? Ah!
Und jetzt? Bitches. Ich tue mich hier erstmal ausrüsten. Raketenwerfer. Was? Wo kam der denn her jetzt? Bin dabei. Liegt hier so viel Munition. Hoffentlich war das gerade mein Schuss. Irgendwie. So weit weg. Wieder ein Treffer. Alter. Der ganze Himmel ist voll mit denen. Die ziehen sich zurück. Hast du mal nach da oben geguckt? Die ziehen sich zurück. Einige unserer Techniker sitzen auf den unteren Decks in der Falle. Fahren Sie mit dem Aufzug runter zum Hangar. Durchhalten, Marines! Wir müssen das Flugdeck halten! Was war das denn gerade? Durchhalten, Marines! Sollte das. Lauf. Da lang. Darunter? Norbert, ich bin bei Helena im Labor. Wo bist du? Der Reaktorkern hat ein Leck. Ich bin unterwegs zum Reaktorraum. Wir schlagen uns irgendwie auf das Flugzeug durch. Sebastian, sieh dich, wenn du oben bist. Roger, sir. Norbert, ich habe den Sender angesehen. Ich glaube, wir können ihren Mechanismus über ihre Nase.
Ob er recht hat, hat er recht. So, wir haben... wo ist die Gasus? Die haben wir. Maximale Panzerung. Wo ist die Gasus hin? Ey. Scheiße. Da lang. What? Sicher? Keine Sorge, ich erkläre Ihnen alles. Okay, gut, aber erklär es mir besser in der nächsten Folge, dann können wir machen. Oh oh.